Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Wir waren letztes Mal stehen geblieben in Wumms Wuchtball, dass wir uns die 6 Sterne unter den Nagel gerissen haben. Wir befinden uns jetzt wieder im Schloss. Und was sehen wir da? Ein Licht vom Himmel. Beziehungsweise von der Decke. Wo kommt es nur her? Wir schauen. Und was passiert? Oh mein Gott. Herzlich willkommen. In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst. Benutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert mit meinem Flugzeug. Bewege den Analogstick nach vorne, um zu sinken. Und nach hinten, um zu steigen. Genau. So. Der rote Schalterpalast ist im Prinzip nichts anderes wie nochmal eben 8 rote Münzen sammeln. Das geht auch eigentlich ganz einfach. Und zwar ist auch ganz schnell. Wir müssen eigentlich immer nur diesen Münzen hier hinterher fliegen. Problem ist nur, dass... Nein! Jo, eine Übers... Ach Gott! Ja, funktioniert wie beim Flugzeug. Okay. Ja, gut, ist es Mario. Hey, ein Sternchen! So. Drücken wir mal den roten Schalter. Du hast den roten Schalter aktiviert. Aber jetzt kannst du die Federkappe einsetzen und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchtest du deinen Spielstand speichern? Ja, auf jeden Fall. So. Dann sammeln wir uns hier noch eben einen Stern ein, der hier irgendwo ist. Genau hier ist er. So, Stern Nummer 12 aus dem Schalterpalast. Ein geheimer Stern des Schlosses. So. Und dann auch eben hier mal eben die letzte Mission machen. Und zwar den letzten Stern holen. Weil jetzt geht die nämlich um einiges einfacher, wie als wenn wir es vorher nicht gemacht hätten. Also, ohne Kappe meine ich. Und zwar, durchfliege alle Mützenringe. So, dafür müssen wir erstmal hier die Kanone, beziehungsweise allgemein müssen wir erstmal auf die fliegende Insel hochkommen. Das geht ja am schnellsten, indem wir jetzt hier zu dieser Kanone da schießen. Ganz elegant den Wasserbomben ausweichen. So. Und weiter geht's. Ding, 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 bam, boom. So, wie heißt das hier eigentlich? Ah, kann ich jetzt gerade nicht gucken. Na, mach was so. Ja, komm, passt. Röms. So, genau, Bob ums Bombenberg. Ja. Kam ich ja letzte Folge nicht drauf. Kann man eigentlich immer irgendwas so von wegen Bob ums Battlefield oder so? Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Schnappen wir uns diese Kanone hier dann. Und wenn wir es jetzt richtig teilen. So. Und zwar müssen wir denn hier im Prinzip durch diese 5 Ringe fliegen. So. Und der 5. Und somit unser 13. Stern. Wow. Wo kommt das denn her? Ach, geh bloß weg, du blöde Bombe, ey. So, gucken wir, ob wir es noch schaffen. Schaffen wir es noch, schaffen wir es noch. Ja, wir legen uns da ganz elegant drauf ab. Ja, ganz elegant. Wollte ich schon sagen. So. Und Stern Nummer 13 für uns. Bäm! Durchfliege alle Münzenringe. Bestleistung. Mensch, das ist ja gut. So, wo wir sowieso gerade mal dabei sind, hier irgendwo irgendwelche Geheimsternchen zu holen. Ja, können wir gleich mal hier oben reinschneiden. Hier, wo wir diese super nette Eins finden. Und öffne erstmal diese nette Tür. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Mensch, ist das ein geiler Stern. So, und dann hier rechts hüpfen wir einfach mal rein. Und was haben wir hier? Toadstools Rutschbahn. So, da wollen wir mal ein bisschen Stoff geben hier. Weil in dieser Rutschbahn gibt es 2 Sterne zu holen. Einmal, wenn man unter 21 Sekunden diesen Parcours abschließt. Und einmal einen regulären. So, schauen wir mal. Ah, schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ich bin mir da gerade gar nicht mal so sicher.
Na, das wird eng, das wird echt eng, das wird echt eng. Na, gut. Okay, dann eben nicht. Nehmen wir uns erstmal den normalen Stern. Ja. Nehmen wir uns erstmal den normalen Stern. Ein geheimer Stern des Schlosses. Uhaha. So. Dann wollen wir eben mal ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. So, und das bin ich auch schon wieder. So, dann machen wir weiter hier mit dem zweiten Stern in Toadstools. Toadstools? Rutschbahn, egal, auf jeden Fall rutschen wir ja um die Wette mit der Zeit. Unter 21 Sekunden oder unter 20, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir machen es ganz schnell. Und wir kurven hier um die Ecke. So, und hier ganz schnell runter. So. Analogstick immer nach vorne gedrückt, die Kurven so weit wie möglich schneiden. So, sind wir schon bei 14. Nein, 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 nicht bremsen, nicht bremsen. So. Ja. Ja, unter 21 Sekunden. Und zwar 20,6 Sekunden. Das soll denn auch unser 15er Stern gewesen sein. Juhu! Here we go! Da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum. Kratz, 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 kratz. So. Ob viel haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir, ja, 7 Minuten. Dann schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal in die große Tür hier oben links. Was haben wir denn hier? Eine große Tür mit einem großen Stern. Und jeder Menge Sternkraft dahinter. Die mystische Kraft der Sterne öffnet dir die Tür. Hey, ein Bild von unserer geliebten Prinzessin. Ich komme! Ja, also eigentlich wird das zu dem Bild von Bowser. Eigentlich, aber okay. Ich wusste, dass du mir in die Falle gehen würdest. Du solltest öfter auf deine ulkigen Füße schauen. Ja. Und damit wären wir dann auch schon beim ersten Bowser. Von insgesamt 3 Stück. Hier können wir wieder 8 rote Münzen sammeln. Um auch wieder einen Powerstern zu ergattern. So, und wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, dann sollte das hier sogar was werden. So, aufpassen muss man hier auf den blöden Schalter. Wow! Und auf das Feuer, weil das ist zusammen nämlich ziemlich heimtückisch. So, springen wir hier einmal rüber. Nein, 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 nein. Okay, gehen wir halt außen rum. Ich glaube, hier ist sowieso noch eine rote Münze. Kann ich ja noch nicht mal abkürzen hier. So. Na, 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 böser Gumba. Ha! Breakdance. So. Was haben wir hier drin? Wir haben ein Leben drin. Das werden wir bestimmt noch brauchen. So, hier hoch. Hier haben wir dann ein Pritzel, Pratzel. Keine Ahnung, wie die Dinger hier heißen. So, haben wir eine dritte rote Münze. Also die dritte rote Münze. So, warten wir hier einmal, bis das wieder ausgefahren ist. Schnappen uns hier die rote Münze. Fahren einmal hier mit dem Ding durch die Gegend. Oder auch nicht. Nein, 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 nein! Wow! Mario, Bug sei Dank, so ungefähr. Bug sei Dank, das ist aber auch nicht häufig. So. Fahren wir hier weiter mit. So, die letzten roten. Nein! Ach, gut, okay. Naja, next time. So, wir haben auch Zeit. So, nebenbei, das scheint wohl ein Emulator-Bug zu sein, beziehungsweise allgemein von der ROM hier. Dieses Bild da hinten von Prinzessin Peach, beziehungsweise von Toadstool, wird, sobald man drauf zuläuft, zu einem Bild von Bowser. Ja, hua, 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 ich weiß. Du bist ein ganz toller, echt, echt jetzt. Deswegen musst du dir auch ständig deine Prinzessinnen klauen, ne? Hm, guck mal, mir kommen sie näher gelaufen, dir nicht. Tja. Er ist halt ein armes Schwein. Lalalala. Und ganz vorsichtig wieder zurück. Ah, hoffen wir mal, dass wir das hier wieder so elegant gelöst kriegen, wie eben gerade auch.
Gut, dann weiß ich aber, dass wir da nicht runterspringen dürfen. Oh. Okay, gut. Ich glaube, ich nenne den Part Let's Fail Bowser und anderes. Oh nee, ey, ja, hua, bist ein ganz toller, echt, immer noch. So. Und während ich hier das zum dritten Mal mache, möchte ich denn doch nochmal darauf hinweisen, wenn euch die Videos gefallen, ja, abonniert mich, kommentiert die Videos, teilt mich auf Facebook or whatever und, ja. Na. So. Oder einfach nur kommentieren, wie gesagt, das würde mich auch schon glücklich machen. Kein Mensch hat mich lieb. So. So, einmal hier. Pass auf. So, dann hier und da und ja, hier. So, das klappt ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Das klappt auch nicht schlecht. So. Oh, das mal ein bisschen aus der Ego-Perspektive hier machen, oder? So. Gibt's da etwa noch eine... Ja, da gibt's tatsächlich noch eine rote Münze. Okay, da wollen wir da mal hinlaufen. So, nach einer kurzen Konzentrationsphase, die jetzt wieder einsetzen wird, weil ich keine Lust habe, das nochmal machen zu müssen. Da konzentriert man sich doch dann lieber einmal mehr, anstatt dass man wieder rumfällt. Wow! Das war wiederum wieder knapp. So, einmal hier hoch. Nein! Wow! So, hier haben wir dann Münze Nummer 7. Ja, genau, Münze Nummer... Nein! Warum? Oh! Sag mal, Mario, kannst du auch mal das machen, was ich von dir möchte und nicht das, was du von dir möchtest? Mama Mia! Mama Mia, sag ich auch immer. Meine Fresse. Gut, also, dann nochmal. Gut, auf den Text gehe ich jetzt nicht nochmal ein. So. Dass man so lange für Bowser brauchen kann, wusste ich auch noch nicht. So, wollen wir mal ein bisschen. Ah. Und das nur wegen so einem Pisskram teilweise. Das, ah. Okay, das soll uns nicht erschüttern. Wir jumpen hier rüber. Again. So. Na. Oh. Also teilweise ist das echt ein bisschen buggy. Obwohl ich muss sagen, so wenn man sich mal heute so die Computerspiele anguckt und so damals die Spiele, die allgemein so rausgekommen sind, sie wurden früher, behaupte ich mal, sorgfältiger programmiert. Weil wenn heute irgendwie ein Bug auftritt, ja gut, hau mal einen Patch raus. Zumindest ist das ja häufig bei PC-Spielen so. Mal guckt euch beispielsweise Modern Warfare 3 an. Oder oder Battlefield. Battlefield Bad Company 2. Also, was ich da schon rumgepatcht habe. Oder, ich glaube, das Paradebeispiel ist dann wirklich Gothic 4. Was wirklich grottig rausgekommen ist. Und jetzt erst nach 2, 3, 4 Jahren. Wie lange ist das jetzt draußen? Einigermaßen akzeptablen Stand erreicht hat. Was die Freiheit angeht. Es ist teilweise echt, ja. Dafür bezahlt man Geld, ne? Wow! Wow! Ganz vorsichtig! So. So, das Ganze machen wir jetzt mal von hier unten. Ja! Wir haben ihn. Jetzt müssen wir da nur noch ganz heil hochkommen. Bitte.
Bitte, lieber Mario Gott, ich flehe dich an. So. Nee, das lasse ich, das lasse ich. Ich nehme den sicheren Weg. So. Oh, einmal hier die Treppe hoch. Das Schild ignorieren wir jetzt mal ganz elegant. Hol uns den 16. Stern. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Er verleiht dir zusätzliche Kraft. Spielstand speichern. Ja, auf jeden Fall. So. Da wollen wir hier einmal in die Truhe, in die Röhre rein. Und was haben wir da? Haben wir den Bowser. Tja, Mario. Pech gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch so bald nicht sein. Es wird dir niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen. Keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ja. Yeah. Lass mal stecken. So, also im Prinzip müssen wir ihn jetzt von hinten packen. Und dann durch Drehen des Analogsticks müssen wir ihn dann... Na, komm, klappt das? Ja, das klappt. Müssen wir ihn außen gegen die Bomben schmeißen. Du musst jetzt nur noch herausfinden... Genau. Im Prinzip mit der Schlagtaste... Nein, lass ihn dann auch wieder los. Oh, ganz vorsichtig rantasten hier. Na, 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 na. Komm nachher. So. Und jetzt Analogstick drehen und 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 drehen. Und dann stellen wir fest, da ist ja gar keine Bombe. Aber okay, gut. Das ist auch nicht so schlimm, weil hier haben wir ja nochmal ein... Nein, 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 komm her. Hier haben wir ja auch nochmal eine Bombe. So, drehen wir mal ein bisschen die Kamera. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. So. Und das soll's auch mit dir gewesen sein, du Schuft. Und jetzt lass die Prinzessin frei. Oh, offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keine weiteren Sterne erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einen anderen Sieger haben. Bestimmt. Und tsching. Pling, pling, pling. So. Und damit hätten wir da einen Schlüssel gefunden. Gratulation, Bowsers Schattenwelt. Speichern und weiter. Und das ist dann auch für uns so das Zeichen. Hey, der Part ist vorbei. So. Und als ob ich es noch nicht oft genug erwähnt hätte, einmal bitte bewerten, kommentieren, abonnieren und favorisieren und teilen und... Keine Ahnung, was man alles noch so machen kann. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß noch weiterhin beim Let's Play schauen und bis dann!